Leute und herzlich willkommen zu Hitman. Ich bin hier gerade noch am Nachlaufen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was mit Situationen zu angeht, beziehungsweise eine Gelegenheit, genau, eine Gelegenheit. Das habe ich gesehen. Hier können wir etwas mit der Wasserflasche machen. Der Security-Typ, der trinkt die ganze Zeit davon. Vielleicht können wir uns als den Security-Typ verkleiden, wenn wir die Wasserflasche vergiften. So, und das probieren wir jetzt. Wir haben hier noch Gift dabei. So Leute, der Typ läuft jetzt weg und wir suchen den jetzt hier. Oh fuck, die haben es gemerkt. Ja toll, das war sehr komplett. Ich weiß nicht, was ich denn sonst machen soll. Ich habe auch keine Informationen oder so. Aha. Okay, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt da hinten die Gelegenheit. Ich meine, ist ja gut, aber wie ist die da hingekommen? Keine Ahnung, aber Hauptsache, wir haben sie jetzt. So Leute, wir verkleiden uns halt kurz als den Typen, denn er hat mehr Zugriff als andere auf Sachen halt. Was war da los, Digga? Hä, die haben mich einfach abgeschossen. Hä, ich hab gar nichts gemacht. Och Mann. Das Ding ist, Leute, wisst ihr, was ich vorhin auch noch gesehen habe? Und so eine Notiz, dass wir auf im Zimmer 404 finden wir diese Person, von der er gerade gesprochen hat. Ihr habt es aber wahrscheinlich nicht gesehen, weil ich es rausgeschnitten habe, aber ich hab's gesehen. Das ist ja die Hauptsache. Wir gehen jetzt mal dorthin. Gucken mal, ob wir vielleicht etwas finden, das uns weiterhilft. Leute. Langsam nervt. Ich bin hier schon wieder eine halbe Stunde am Rumlaufen und irgendwie hat dieser Hinweis einfach auch gar nichts gebracht gehabt. Ich glaube, wir müssen zu unserem Gift zurückgreifen. Dann rennen wir weg und das war's dann. Oh shit, Alter. Ganz ruhig, Leute. Oh fuck. Der Lord hat nicht so gut funktioniert, aber wir haben hier noch. Haben wir den nicht mehr? Ah, doch klar, ich habe ihn. Dummerweise versteckt gehabt. Den Bieröffner. Den kann man ja aus dem Wurfobjekt benutzen, das wurde uns ja gesagt. Dann benutzen wir doch den gleich auch mal. Das war wieder überhaupt nicht Hitman-mäßig. Naja, das passt. Ja, wo geht's denn hier raus? Ach, da vorne, ja lol, wieso zeigst du mir da hinten an? Was soll die Scheiße? Da hinten wäre auch ein Ausgang, ja, aber nee. Das ist schon wieder so überhaupt nicht Hitman-mäßig, aber heute muss das einfach sein. Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the sun dead to lure the fire. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the work, and the Hymers picked up the check. A shadow plan. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, always has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit. Of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we
is playing a game, 47. The question is, against whom? So Leute, ja, wir haben nur einen nicht gekillt hier. Oh, oh, ja. Gemacht. Also eigentlich nicht mal so schlecht. Ich weiß, der letzte war jetzt nicht hintenmäßig, aber ich muss sagen, ich hatte auch nicht mehr so Bock, weil ich hatte einfach eine. Ach, wie sagt man denn schon wieder? Keine Ahnung, diesen einen Vorschlag oder was auch immer das sein soll. Und da bin ich dann hingegangen, habe ich durchgeschlichen, weil es nicht. Gebiet war, wo ich hin durfte, dann habe ich das gelesen und es stand irgendwas ja von wegen im Zimmer 104 ist irgendwas von dieser Person, von der er irgendwie geredet hat. Allerdings habe ich das Zimmer gar nicht gefunden und ja, jetzt haben wir den halt so neutralisiert. Es ist heute auch ein bisschen kürzere Folge, es tut mir leid. In Zukunft wird es wieder nicht mehr so sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.